Und jetzt kommt der entscheidende Test, Rennrad. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute schreiben wir ein neues Kapitel im Buch Diese Family sucht ein neues Auto, denn wir haben uns ein Model 3 ausgeliehen für dieses Wochenende, um es auf Herz und Nieren zu testen. Alles Weitere erzähle ich euch, wenn wir drin sind. So, jetzt sitze ich zum ersten Mal hier in diesem Tesla, habe gerade im Moment den Autopiloten aktiviert und bin einigermaßen nervös, weil das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Es piepst die ganze Zeit und ich weiß nicht, ja, leicht drehen soll ich das Lenkrad? Aha, ab und zu mal muss man das Lenkrad drehen, damit er weiß, dass man noch da ist. Warum sitze ich in einem Tesla? Ihr wisst, unser Auto soll 15.000 Euro kosten, hinten sollen große Jungs reinpassen und ein E-Piano. Und wahrscheinlich kann das Model 3 nichts davon. Aber bevor man es nicht ausprobiert hat, weiß man es ja nicht. Und deshalb haben wir beschlossen, uns eins fürs Wochenende auszuleihen, um das mal ausgiebig auf Herz und Nieren zu prüfen. Ihr seht auch hier in diesem Video von Oscar, wofür er es noch gebraucht hat. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und ich will das Model 3 für euch mal hier als Familienvater, nicht als Autotester, benutzen, fahren und meine Eindrücke davon schildern. Vielleicht wisst ihr, wenn man ein Model 3 kauft und hat es vorher schon mal Probe gefahren bei Tesla, dann hat man nicht mehr eine einwöchige Rückgabemöglichkeit, sondern nur noch eine eintägige. Okay. Lenkassistent nicht mehr verfügbar. Da hat ihn irgendwas gestört. Interessant. Okay, mal gucken, ob es gleich wieder geht. Wir haben bei tesla-verleih.de dieses Auto etwas günstiger bekommen. Schaut doch mal auch auf den hier am YouTube-Kanal dabei. Den habe ich in die Beschreibung reingeschrieben. Also, von außen betrachtet muss ich sagen, ist das Model 3 auf jeden Fall mal ein schickes Autochen. Ich finde, dass es genau die richtige Größe hat in der Anmutung von außen. Und was wir hier haben, ist ein Dual-Motor, Long Range und in der Standardausstattung innen. Für mich reicht diese Standardausstattung bei Weitem. Also ich weiß nicht, ich habe kürzlich mal einen Audi-Fahrer getroffen, der irgendwie genörgelt hat, das sei alles so billig. Ich bin jetzt immer 15 bis 20 Jahre alte Autos gefahren. Für mich ist es ein wahnsinnig schönes Auto. Long Range Dual Motor heißt, es kann 443 Kilometer war die Reichweite, als ich losgefahren bin. Der zweifache Motor beschleunigt natürlich wie die Hölle. Ich bin vorhin mal 222 Kilometer gefahren. Das geht wie Butter, unglaublich schnell. Die Beschleunigung ist natürlich der Wahnsinn. All das, was man von einem Elektromotor so erwarten kann, in Perfektion. Es ist nicht total leise hier drin, muss ich sagen. Also man hört schon die Straßengeräusche. Ob ein Elektroauto überhaupt sinnvoll ist, aus ökologischen Gründen, das ist etwas, was ich in einem anderen Video demnächst mal unter die Lupe nehmen will. Was man natürlich ganz klar sagen kann, wenn einer alleine, so wie ich jetzt in dem Model 3, auf der Autobahn ständig auf 222 beschleunigt, das ist egal wie, zwar leise und ohne Abgase, aber sicherlich nicht besonders ökologisch. Also da sind wir uns einig. Also ein Elektroauto alleine macht einen noch nicht zum Umweltretter. Naja, also wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen her mit dem Auto durch die Gegend. Nachher werdet ihr noch einen Test erleben, ob das hier reinpasst, was ich hier gerne drin haben möchte. Ja, also ich habe es jetzt rausbekommen. Man muss die Hände tatsächlich am Lenkrad lassen. Deswegen hat er mich vorher rausgeschmissen aus dem Autopiloten, weil ich die Hände immer mal wieder weggemacht habe. Und wenn man dann irgendwie 3-4 Mal nicht reagiert hat, dann macht er das Ding aus und sagt, nee, fahr lieber selber. Jetzt habe ich es wieder angemacht. Ich finde es immer noch gespenstisch. Ich habe auch immer das Gefühl, ich fahre etwas weiter links mit diesem Autopiloten, als ich es normalerweise machen würde. Also etwas mehr in der Mitte der Fahrbahn. Und dann kommen noch mal ab und zu Stellen, wo er dann einfach plötzlich sagt, nee, hier kann ich jetzt nicht, jetzt fahr mal wieder selber. Also da muss man schon ziemlich dranbleiben. Zum Beispiel jetzt gerade hat er gesagt, nee, fahr mal selber. Ja, jetzt übernimmt er wieder. Keine Ahnung. Also man muss auf jeden Fall wach bleiben, wenn man so ein Auto mit dem Autopilot fährt. Lustig ist, dass ich jetzt an der Tankstelle vorbeikomme, wo normalerweise immer die Devise heißt, hier sollte man unbedingt tanken, weil die so günstig ist hier, kurz bei Friedrichshafen. Ich muss aber gar nicht tanken, weil ich habe ein Elektroauto. Was ich aber nachher auf jeden Fall mit euch machen werde, ist den Wagen mal tanken. Supercharger kann man ihn tanken, an normalen Ladestationen oder auch eben zu Hause. Und natürlich will ich ausprobieren, was alles hinten reinpasst. Ich habe 100 Kilometer gefahren,
aber hier bin ich von 340 auf 258 runtergegangen, weil ich natürlich gefahren bin wie blöde. Das kann man hier ganz gut sehen. Da sehen wir hier noch einen der Peaks. Ich war hier noch sogar bei 500 Wattstunden pro Kilometer, als ich mal 222 gefahren bin. Und das hier ist so der Schnitt jetzt in der letzten Stunde gewesen, als ich ganz normal mit 80 durch die Gegend gefahren bin. Also der Unterschied ist dann praktisch zwischen 130 im Schnitt und bis zu 500, wenn man so richtig mal auf die Tube drückt. So, jetzt wollen wir zum ersten Mal dieses Auto tanken. 221 Kilometer wäre noch die Reichweite. Jetzt will ich mal schauen, wie ich den betanke. Dazu muss ich erstmal hier auf Aufladen gehen und Ladeanschluss öffnen. So, jetzt brauche ich ein Kabel. Hier ist es nämlich umsonst zu tanken. So, wir haben 10.24 Uhr. Schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Laden gestoppt. Ah! Ja. Jetzt! Tada! Das ist übrigens der Oskar. Der war ja vorhin im ersten Teil vom Video noch nicht dabei. Ach so, hallo! 326, das heißt, wir haben jetzt und Uhrzeit. Wir haben jetzt ungefähr 1,5 Stunden geladen. Also ungefähr 100 Kilometer in 1,5 Stunden geladen. Das stimmt, der hat ja vorhin gesagt, dass er 65 Kilometer pro Stunde lädt. Cool! Weiter geht's! So, und jetzt kommt ja noch der wichtige Test, ob die Sachen ins Auto passen, die unbedingt in ein neues Auto von uns reinpassen müssen. Und das probieren wir jetzt aus. Zunächst einmal E-Piano und Stativ. Dazu klappe ich jetzt erstmal die Rückenlehne um. So. Könnte klappen. Ah, völlig easy peasy. Also ehrlich gesagt, hätte jetzt nicht gedacht, dass da noch so viel Platz ist. Also den E-Piano-Test hat dieses Auto mit Bravour bestanden. Wenn man es genau nimmt, passt das Ding auch auf der kleineren Seite rein. Und dann können nebendran noch zwei Leute sitzen. Und jetzt kommt der entscheidende Test. Rennrad. Also man muss sich ein bisschen was einfallen lassen, Vorderrad abbauen. Aber erstaunlicherweise von der Länge her. Ich bin beeindruckt. Passt rein. Und die dritte Voraussetzung war, große Menschen müssen hinten Platz haben. Ich habe zwei große Menschen in meiner Familie, die habe ich jetzt mal reingesetzt und mal schauen, wie es denen da so geht. Das ist Oskar, 1,92. Das ist diese Mama, 1,87. Wie ist es so da hinten? Also ich sitze ganz gut. Ich sitze ja hinter dem Beifahrer, der weiter vorne sitzt. Ich habe noch ein bisschen Kopffreiheit. Das geht schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich unbedingt so nach Südfrankreich fahren wollen würde. Ich muss auch sagen, am meisten Probleme habe ich eigentlich vor allem mit den Füßen, weil ich die quasi schwer gerade dahinstellen kann. Und meine Beine sind halt so, ich sitze halt auf meinem Arsch und ab hier heben die halt ab, weil sie nicht weiter nach vorne können. Und ich muss sagen, man hat oben drüber, also ich meine, ich habe da so viel Platz. Nur aber, noch? Ja. Ach, das sieht nur aus, weil das Glas da ist. Genau, da. Aber es fühlt sich auch so an. Also ich finde jetzt nicht, dass es so ist, so ja, genau. Ich hau mir gleich den Kopf an, sondern genau, man sitzt hier halt so gechillt. Aber wenn ich mich halt ausstrecke, dann stoße ich halt oben an. Boah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Man kann da seinen Fuß ja nach vorne stellen. Hä? Ich finde, das geht dann mega klar. So sitze ich nämlich in meinem Flugzeug. Wobei ja einer von euch beiden natürlich auf dem Beifahrersitz sitzt. Genau, das ist dann nämlich auch meine Theorie. Also ich glaube, wenn wir, sagen wir mal, zu viert noch mit der Schwester zusammen fahren, dann sitzen die langen vorne. Genau. Also an dieser Stelle beende ich jetzt unseren kleinen Test. Wir haben also festgestellt, es passt ein Fahrrad rein, es passt ein E-Piano rein, es passen zwei große Menschen rein. Auto fährt natürlich wie die Hölle. So wie es da steht, kostet es glaube ich irgendwas 55.000 oder 65.000 jenseits sämtlicher Reichweiten finanziell. Das Standard-Range-Modell soll ungefähr 38.000 bis 42.000 kosten. Man kann drüber nachdenken, von den Voraussetzungen her, wäre es ein Auto für diese Family. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesen kleinen Model 3-Test mit mir zu machen. Kommentieren, liken, abonnieren und nächstes Mal wieder einschalten. Ruhe leiten! Bis zum nächsten Mal, euer dieser Dad. Diese Oscar. Yeah.